Jo, hi, zurück zu The Last of Us. Wir sind hier irgendwie an dem einen Kontrollpunkt wieder angekommen. Müssen jetzt mal gucken, dass wir uns irgendwie rein sneaken. Nee, das ist nicht okay. Nicht so laut. Oh, nicht gut, nicht gut. Okay, Ammo ist schon mal nice. Ja, kommt auf jeden Fall von da hinten. Mal kurz hier gucken, ob wir hier irgendeinen shitty shit machen können. Vier Schlafsäcke, drei Teller. Hier kommen wir nicht durch. Shit. So, die Zimmer sind leer und hier hängt nicht noch irgendeiner rum, der mich gleich chillt. Okay, Küche. Noch mehr Taschen. Okay, unten. Aufpassen, aufpassen. Hört sich schon nicht gut an. Ich mache euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn Hat frei! Hat sich eingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Schmoll in der Hölle.
euch um! Nein! Nein! Ich bring euch um! Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut.
Wächter zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Boah, ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Dinonychus. Das war ein guter Tag. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist, ey. Das ist echt komisch. Aber Joel wusste es selber irgendwie nicht. Obwohl nachher hat er gesagt, sag doch mal deinen Spruch auf. Vielleicht weiß das, wusste das doch, keine Ahnung. Ich hoffe, das klärt sich noch alles auf. Ich habe keinen Blassen, wer das jetzt war. Naja. Thank you.
Ganz am Anfang. Ja. Alles okay? Ja, nur komm einfach runter. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Los mit euch, bevor es dunkel wird. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter. Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Eine 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Sehr. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist
mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid. Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston. Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest. Also die wissen auch nichts. Okay, dann bin ich ja schon mal froh. Das wäre irgendwie blöd. Hast du cool gemacht hier mit den ganzen Tieren und so, das ist sehr schön. Was ist los? Sollten gut aufpassen. Alles klar. Es sieht einfach richtig nice aus. Da kann man überhaupt nichts sagen. Wow, okay, also, es sind Autos. Und wir müssen weiter. Okay, man darf hier nicht parken. Da ist das hier eine Straße. Boah, total verwarzt. Cool. Okay, Mauer. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Okay, kleiner Stau. Boah, es ist cool gemacht, ey. Können wir hier rein? Nope. Hä? Wo seid ihr jetzt? Ferdi! Okay, einmal runterreiten, weil ich glaube, wir müssen in Richtung des Staus, ne? Ah ja, hier. Schon das große Loch. Das Schöne ist auch, das Pferd bewegt sich wie ein Pferd. Das ist echt nicht selbstverständlich. Boah, sieht das cool aus. Wen haben wir? Alles klar. Ja, wenn wir jetzt noch wissen, wo man ist, ne? Interessant.
was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Ja, Karte ist schon mal nicht schlecht. Das ist doch was. Oh, Ferdinand macht aber viel mit, ey. Sieht verlassen aus. Ja. Unsere Posten sind auch nicht zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. Okay, nices Türmchen da, wo man rein könnte. Leute, komm. Das scheint Ritter zu sein. Da oben, in der Mauer. Ja, klar. Aber lass uns erstmal hier ein bisschen gucken. Schöner haben wir, aber leider können wir ihn nicht benutzen. Upsi. Hier könnten wir vielleicht rauf, ne? Muss ja nicht sein. Da drin? Ziemlich leer gefegt. Finde ich auch. So, also wir sind hier einmal durch. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Und wir können unten durch. Hier noch. Oder? Und hier irgendwo rein vielleicht. Sind das Käfige? Arrestzellen. Mhm. Bei den Soldaten in Boston. Okay, dann lass uns mal gucken, dass wir da hinten irgendwie durchkommen, oder? Also eigentlich wollen wir ja über die Mauer rüber. Katsching.
Sieht ja eigentlich vielversprechend aus, aber das hier kannst du dann durchknicken, oder? Mhm. Ich gedacht, hier könnte man irgendwie hoch, aber sie sagte halt, Risse wären hier irgendwo. Wo denn? Okay, also, wie kommen wir da rauf? Da oben ist eine Leiter, okay. Also hier irgendwie rüber. Hier irgendwie aufs Dach kommen quasi. Über die kleine Hütte hier? Nee, ne? Nö. Ach komm, das geht schon. So, Räuberleiter, come on. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Okay. Knappi. Alles gut. Ja, alles gut. War echt knapp. So, nur hier rüber. Nicht schlecht. Cool. Okay.
Es muss ja irgendeine Mechanik geben, die dieses Riesentor aufmacht, oder? Nee, nicht krabbeln, runterspringen. Das ist schon gut. So, jetzt sind wir ein bisschen vorsichtig. Weil diese Tür ist zu, ne? Geschrieben wurde. Main Gate 0512. Okay. Die Seravina Basis. Na sowas. Irgendwelche Codes oder was, mit denen man das irgendwie aufmachen kann wahrscheinlich. Man weiß es nicht. 8, 9, okay. Okay, wird es irgendein Schaltding geben wahrscheinlich, wo man irgendeinen Code eingeben kann, dann geht hier irgendwas auf. Könnte sein, oder? Das ist mein Generator. Geht das Ding auf? Ja. Yep. Oh, Mist. Okay. Nicht schlecht. Fläschchen. Gate 2, okay. Man kann aber allein hier, ja. Nicht jetzt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt hier irgendwo was anmachen kann. Der Strom wieder da ist. War ja klar. Hey. Hallo. Alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Vielleicht jetzt mit Strom irgendwie mehr. Ich gucke nochmal hier, ob da jetzt vielleicht irgendwas geht. Ach, und übrigens könnte man mal die Tür aufmachen. Klopp. Okay. Aber jetzt irgendwie die Rechner haben sie jetzt nicht verändert oder irgendwie sowas, ne? Das heißt, wir gehen da hinten mal weiter.
Oh. Kein Saft. Okay, ich meine, wenn ich das jetzt offen habe, kann ich das Ding hier wieder abziehen. Das Kabel ist ja lang genug, oder? Da ist jetzt darüber feuern, das wäre mega, oder? Ja, das geht sogar geil. Ja, das ist einfach cool. Okay. Das reicht. Gerade mal so. Okay. Oh, Passcode. Muss ich mal nachgucken, ne? 5012 oder so? Oder 0512? Mal kurz gucken. Okay. Ach komm, Mann, das kann jetzt nicht sein. Warum tippst du so komisch? Nein, das ist falsch. Zurückeingabe. Okay, egal. Können wir eingeben, was wir wollen? Ist falsch. Ja. Also, 0, 5, 12. Ja. Gut gemacht. Ja, nice. Das war ziemlich laut. Und wieder down. Ja, das war laut. Okay, aber ich schlage vor, abhauen. Wenn wir natürlich erst beim nächsten Mal, wenn wir jetzt hier das Tor geknackt haben. Also, bis dann. Ciao.